über mir. Danke. Wir sind Automobile Meilensteine, seit Mai hier in München, seit 10 Jahren schon in Frankfurt und wir sind der erste Classic Carsharing Club hier in München und veranstalten auch Events wie diesen in größeren, in kleineren Runden und freuen uns natürlich sehr, dass ihr alle so zahlreich erschienen seid. Nochmal danke an Primetime Fitness, dass wir die Symbiose aus Sport und Motor hier bitte zelebrieren dürfen. Motorsport werden wir jetzt auch gleich machen. Ja, grundsätzlich geht es heute darum, wir machen eine begleitete, nicht geführte Tour. Wir werden von hier ein bisschen durch die Stadt, über den Mittleren Ring und dann über die Autobahn und dann auf das eigentliche natürliche Habitat dieser Autos auf die Landstraße fahren und kommen dann am Ende am Tegernsee an. Wir haben 3 Punkte, die erkläre ich gleich nochmal, die wir anfahren werden und es liegt an euch, diese Punkte zu finden. Es wird nicht schwer sein, weil es liegen kleine Routenempfehlungen ausgedruckt in den Fahrzeugen auch drin. Und wir sind ja ein paar Autos, die alle über die Startnummern klar zu erkennen sind, also von daher wird es alles für euch kein Problem sein. Gott sei Dank, Moment, das ist ein Gas. Das ist ja geil. Das ist super. Aber es geht nochmal ganz gut. Das ist ja auch für den Körper nicht. Und wir denken, am CS und am Hinter. Aber sowas kommt. Einmal nach außen. Ihr merkt auch, da kommt kein akustisches Signal, dass das Licht noch an ist. Der Klassiker bei einem Oldtimer ist ja Batterie leer, weil Licht angelassen irgendwo beim Stand. Deswegen da immer schauen, dass das Licht bitte auch schön drin ist. Ansonsten von der Armatur vollgetankt ist er. Hier ist die Temperaturanzeige, die sollte uns heute jetzt auch nicht weiter beschäftigen. Start-Stopp ist bei allen alten Autos immer ein bisschen schwierig mit der Kühlung, aber bei der Außentemperatur heute wird es entspannt. Und Kassette ist geil. Hast du deine Kassette da mal? Nein, du hast hier unten, ich zeige es dir auch gleich nochmal, wenn du dich auf die Fahrerseite Bremse? Sitzt. Bremse. Und zwar, Jog musst du hier nicht ziehen. Ja. Wenn du hier anziehst, wirklich auch fest. Das ist wie beim Böschboot, wie im Oldtimer-Boot. Genau. Ja? Und dann einmal nach unten wieder zum Lösen. Ja? Okay. Das merkst du, genau diese mechanischen Themen von Vespa zu altem Auto zu Boot sind teilweise überall identisch, ein bisschen adaptiert. Lüftung und Temperatur musst du dir jetzt nicht wirklich merken. Hier wäre noch der Zigarettenanzünder und das ist es auch schon. Und wenn ich natürlich taugt das Auto was, weil mein Papa hat einen alten Fünfer gehabt. Der hatte genau dasselbe Armaturenbrett. Das ist eine Zeit in die Reise meiner Kindheit, als ich gerade den Führerschein gemacht habe. Mit 18 habe ich dann Papis BMW geklaut. Ja, aber ich durfte. Ich musste nur vollgetankt zurückbringen. Damit es nicht auffällt. Weil der ist noch ein bisschen dicker. Also, das ist das Auto aus der US-Serie Hart, aber herzlich mit Jonathan Hart und wie hieß ich glaube Jennifer? Nein, Stephanie Powers. Stephanie Powers war freie Journalistin, ne? Bin ich auch. Und die Serie ist Jahrgang 83 wie mein Mann und das Auto ist Baujahr 87 wie ich. Ja, also wenn das nicht passt, dann weiß ich nicht. Ja, es ist echt, macht echt Spaß. Das ist super. Ist ein guter Fahrer. Mhm. Ich überlege auch wirklich, ob ich mich ans Steuer setzen soll. Ich weiß nicht. Ist er vielleicht keine VWs gewohnt, oder? Nee. Und vor allem auch keine Oldtimer. Aber es ist auf jeden Fall ein ganz anderes Fahrgefühl, auch wenn man nur Beifahrerin ist. Also es ist echt ist cool. Macht Spaß, ne? Ja, ihr habt schon Käfer gefahren. Ich weiß, wie das ist. War ein Traum, also so ein Oldtimer zu fahren, ist echt der Wahnsinn. Ich bin zwar nur mitgefahren, aber allein schon dieser ganze Komfort,
der dazu bieten, ist der Wahnsinn. Man sitzt wie auf Federn. Wer ist denn von euch gefahren? Uschi. Ah. Uschi fährt wie eine Eins.